große Angst, habe ich gelesen im Anamnesebogen, und dass Sie lange gesucht haben, um überhaupt erstmal den Weg hierher zu finden. Ist das richtig? Angst trifft es nicht. Also es ist schon Panik, große Panik. Ich war viele, viele Jahre nicht beim Zahnarzt, und den Kontakt mit Ihrer Praxis aufzunehmen, hat mich schon große, große Überwindung gekostet. Deswegen habe ich den Kontakt auch zunächst einmal per E-Mail gesucht. Können Sie sich noch daran erinnern? Ich habe meine Situation geschildert, dass ich also erstens große Angst habe und deshalb auch den Anruf gescheut habe, weil bei einem Telefonat hätte ich aufgelegt. Wenn eine E-Mail verschickt ist, ist sie fort. Und dann hatte ich tatsächlich auch Angst vor der Antwort, die war aber unbegründet. Die Antwort war sensationell. Und dann haben wir auch sehr schnell einen Termin vereinbart. Wie konnten wir Sie denn letztendlich dann überzeugen zu kommen? Ja? Und wie lange hat dieser ganze Prozess denn bei Ihnen gedauert? Also von der Antwort Ihrer Kollegin, Ihrer Mitarbeiterin an, ging das sehr schnell. Aber der Weg, bis ich meine E-Mail an Sie geschrieben, formuliert und abgeschickt habe, das war ein sehr weiter Weg. Und dann war es wichtig, und das war das, für mich das Entscheidende, dass wir den Termin auch sehr schnell machen konnten. Weil je mehr Zeit ich gehabt hätte, darüber nachzudenken, je größer wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ich hier nie aufgetaucht wäre. Haben wir an dem Tag schon in Ihren Mund hineingeschaut? Wissen Sie das noch? Ja, auch das war faszinierend, weil also im Büro war große Panik. Also ich habe geschwitzt, ich erinnere mich genau, diesen Tag werde ich auch nie vergessen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich es schaffen würde, mich in einen Behandlungsstuhl zu setzen. Musste ich drüber nachdenken, haben wir gemacht. Als ich dann tatsächlich im Stuhl saß, haben sie mich gefragt, ob ich es gestatten würde, dass sie die Zähne anfassen dürften. Musste ich auch drüber nachdenken, haben wir auch gemacht. Wir haben über jede Einzelheit, sei sie noch so nichtssagend, also Zähne berühren, mit dem Spiegel gucken, alles wurde abgefragt, auf mein Ja gewartet. Ich habe gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir beide Kiefer an einem Tag. Das für mich Entscheidende war, dass dazwischen keine Zeit vergeht. Wir waren wirklich extrem schnell. Ich glaube, erster Kontakt und 4 Wochen später hatten wir einen OP-Termin. Was hat Sie denn noch an unserer Praxis, sagen wir mal, am Ende mit überzeugt? Also für mich war das ein gewisser Prozess. Also Zahnarztpraxis betreten, und ich habe erst Tage später festgestellt, was bei Ihnen eigentlich so anders ist oder was mich auch immer noch nachhaltig beeindruckt. Das ist zum einen und für mich ganz entscheidend, es riecht in Ihrer Praxis nicht nach Zahnarzt. Ich habe ganz viele Zahnarztpraxen früher schon verlassen, weil ich einfach diesen Geruch schon, der hat mich nervös gemacht, der hat mich in Panik versetzt. Das gibt es hier nicht. Hier gibt es nicht diesen typischen Tresen, wo da eine Zahnarzthelferin dahinter sitzt und einfach nur Daten abfragt. Und auch ganz entscheidend, absolute Termintreue. Also die Prämisse, die ich mir halt gestellt habe, jetzt 25 Jahre schon, ist natürlich immer wieder zu schauen, wie kann ich es den Patienten angenehm machen, ja? Weil letztendlich ist der Zahnarztbesuch vielleicht nicht immer so angenehm. Haben Sie das bereut, diesen Schritt, jetzt mit festen Zähnen an einem Tag? Zu keinem Zeitpunkt.